ein Kurzausflug zur syntaktischen Verdoppelung, dem sogenannten Raddoppiamento Sintattico. In diesem Kurs können wir nur einige Hinweise bieten, denn das Thema ist doch sehr umfangreich. Sie haben aber die Möglichkeit, auf dem Langtext sich das in Ruhe durchzulesen und vielleicht noch den ein oder anderen Zusatztipp zu bekommen. Die wichtigsten Dinge hier zusammengefasst. Ist ein Wort inhaltlich und grammatikalisch eng mit dem nachfolgenden verbunden, wird in bestimmten Fällen der anlautende Konsonant des zweiten Wortes verdoppelt. Manchmal nur beim Sprechen, aber oft auch grafisch fixiert. Die Grundvoraussetzungen für solche Verdoppelungen sind, dass erstens das erste Wort auf einen Vokal endet, zweitens es bedeutungsmäßig und grammatikalisch eng mit dem zweiten Wort verbunden ist und dass drittens dieses zweite Wort mit einem einfachen Konsonanten beginnt. Welche Wörter bewirken nun eine Verdoppelung? Das sind erstens alle Parole tronche, wenn Sie sich erinnern aus dem letzten Modul. Parole tronche sind endbetonte Wörter, die den Akzent auch noch auf dem letzten Vokal haben, einen akzentuierten, auslautenden Vokal. Canto bene, canterà bene, canterà sempre, una città bellissima. Sie hören also schon, diese zwei Wörter sind so eng verbunden, dass es fast wie ein Wort klingt. Und in dem Moment, wo ich das zweite Wort komplett dazu ziehe, verdopple ich bei der Aussprache den anlautenden Konsonanten. Canto bene, canterà sempre, una città bellissima. Auf der anderen Seite haben Sie die Präsensform, ich singe gut, wie die heißen, canto bene. Da wird nichts verbunden, da es nicht endbetont ist. Canto bene, aber canto bene. Canta sempre, aber canterà sempre. Zweitens betonen alle einsilbigen Wörter, außer Artikel, unbetonte Fürwörter und die Präposition di. Abito a Firenze, ho fame, è vero und viele mehr. Grafisch fixiert sind hier in dieser Kategorie schon sehr, sehr viele. Und zwar immer dort, wo ich den ursprünglichen lateinischen Ausdruck dieses Vorwort ad dazu nehme zu einem weiteren Wort. Das verbindet sich zu einem Wort und die Verdoppelung des Konsonanten passiert dann und wird auch geschrieben. Sie haben zum Beispiel il braccio, den Arm, und wenn Sie jemanden umarmen, wird daraus abbracciare und Sie verdoppeln das B. Malato, krank sein, ammalarsi, erkranken und mit Doppel-M geschrieben. Basso, niedrig, abbassare, il volume, die Lautstärke heruntersenken. Accanto, daneben. Wir haben es auch in einigen Befehlsformen, das dürfte Ihnen eher geläufig sein, zumindest vom Schreiben, vom Schriftbild. Aber nun wissen Sie auch, warum Sie Doppelkonsonanten beinhalten. Wenn das Verb in der Befehlsform nur mehr aus einer Silbe besteht und an diese eine Silbe dann ein Fürwort drangehängt wird oder ein einsilbiges Wort, dann kommt es zu einer Verdoppelung. Da, gib und dammi. Die, sage, sag mir das. Dimmi, stalle vicino, facci capire, lass uns das verstehen. Das gli wird nicht verdoppelt, also digli schreibt man jetzt nicht mit Doppel-G, denn das gli ist ohnehin schon ein Langkonsonant. Außerdem verdoppeln noch einige zweisilbige Wörter, dazu gehören come, dove, sopra und qualche. Das ist auch ganz gut zu wissen für die Rechtschreibung. Sopra, deshalb wird dann soprattutto mit Doppel-T
geschrieben. Für weitere Erklärungen und Beispiele lesen Sie bitte den Volltext 602a, den ich im Modul abgelegt habe. Ansonsten üben Sie, probieren Sie, hören Sie vor allem zu anderen, die sprechen, und versuchen Sie das auch herauszuhören.